Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Englische Woche, das heißt, es ist in zwei Teile aufgeteilt. Der zweite Teil kommt dann morgen um 14 Uhr. Viel Spaß auf jeden Fall, danke fürs Reinschalten und los geht's mit Frankfurt gegen Gladbach. Spätestens seit der 2:1-Niederlage beim VfL Wolfsburg hängt bei Frankfurt der Haussegen schief. Bei Borussia Mönchengladbach könnte es besser laufen, aber alles in allem läuft man noch ganz gut durch diese Hinrunde. Insbesondere auch beim Betrachten der Champions League-Erfolge. Hier in der 7. Minute der frühe Führungstreffer für die Gäste. Brelem Bolo mit dem Kopfball und Frankfurt schon früh unter Druck. Es lief nicht wirklich gut bei der Mannschaft von Adi Hütter. Man hat erst zweimal in dieser Saison gewonnen. Da musste man jetzt so langsam mal anfangen. Sonst verliert man sogar nach oben oder ins Tabellenmittelfeld so ein bisschen den Punktevorsprung und irgendwann geht es vielleicht dann ganz weit nach unten. Man möchte es nicht zu schwarz malen, weil Frankfurt auch nicht katastrophal spielt in dieser Saison, aber sie scheinen etwas ins Niemandsland zu fallen. Borussia Mönchengladbach hingegen machte es hier gut, investierte in zielstrebige Konter vollkommen erfolgreich. 34. Minute, Alassane Player mit dem 0:2, wuchtiger Linksschuss für Kevin Trapp, dort nicht zu halten. Der zweite Durchgang dann weitgehend ereignisarm. Frankfurt fiel nicht so viel ein. Borussia Mönchengladbach sparte Kräfte diese englischen Wochen. Sie kommen ja hier wirklich Schlag auf Schlag, vor allem für die Europa- und Champions League-Teilnehmer. Ayman Barkok legt einmal zurück, Bas Dost, aber das ist auch hier alles zu kompliziert gespielt. Wir sehen das. Barkok, der häufiger von Beginn an gefordert wird, gegen Wolfsburg knapp 5 Minuten nur bekam. Da war dann die Messe schon quasi gelesen. Hier alles in allem ein langweiliges Spiel in der zweiten Halbzeit. Eintracht Frankfurt versuchte es zwar, bemühte sich, aber dann war auch Feierabend. Es gab nicht mal 2 Minuten obendrauf. Gladbach fährt die Pflichtpunkte ein. Und ja, Frankfurt muss jetzt wirklich aufpassen, nicht tief nach unten reinzurutschen. Die Hertha konnte sich mit dem Punkt in Gladbach durchaus zufrieden schätzen. Der erste FSV Mainz 05 verlor das Kellerduell mit dem ersten FC Köln oder gegen den ersten FC Köln mit 0:1, am Ende sogar in Überzahl. Es hätte fast zum Punkt gereicht, aber das war spielerisch vom ersten FSV doch wieder arg limitiert und es war wirklich nicht gut. Auch hier der Auftritt am Dienstagabend eher kontraproduktiv, wenn man irgendwie Punkte sammeln möchte. Dieser Beginn, 4. Minute, Christoph Piontek bekommt den Ball von Gendouzi, der ein Traumtor erzielt hatte gegen Borussia Mönchengladbach. Hier diesmal in der vorliegenden Rolle. Der erste FSV Mainz 05, apropos Rolle, komplett neben dieser. Gendouzi zu Plattenhardt, Parade von Zentner, Nachschuss von Niakate. Dann abgewehrt, Christoph Piontek versucht hier den Doppelpack zu schnüren, hat Mainz etwas Glück in dieser Szene. Es war von den Gästen doch arg limitiert. Da ging spielerisch kaum etwas, Selbstbewusstsein fehlt, aber auch ein wenig die Spielidee gegen die Hertha, die nicht unbedingt vor Spielfreude strotzte, trotzdem immer mal wieder gute Möglichkeiten hatte. Mateusz Kunja hier mit der Abschlusssituation nach Gelbsperre wieder zurückgekehrt ins Team. Der ist ganz wichtig für den Hauptstadtklub. Und hier eben fast das 2:0. Das hätte hier auch schon die Entscheidung bedeutet. Mainz sogar von einem Treffer sehr, sehr weit entfernt. Knapp 20 Minuten noch auf der Uhr. Niklas Stark, auch das sinnbildlich, der kann da durch das Mittelfeld spazieren. Kurz vorm 16er, drückt dann ab. Aber den kann dann Robin Zentner ohne größere Probleme parieren und sogar festhalten. Es sollte aber nichts mehr machen, denn die Hertha gewinnt das Ganze mit 1:0. Früher Treffer von Piontek. Das reicht schon gegen doch richtig, richtig enttäuschend schwache Mainzer. Beim SV Werder Bremen wird es langsam auch knapper, was die Punktevorsprünge nach unten angeht. Der BVB nach dem Debakel gegen Stuttgart auch in der Bringschuld. Hier Sancho zu Bellingham. Es ging also gut los für Schwarz-Gelb. Jude Bellingham, der wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischte gegen den VfB Stuttgart. Hier
kann er sich in seinen jungen Jahren wieder das Selbstvertrauen zurückerarbeiten. Pavlenka mit dem Fuß dran, aber nicht mehr entscheidend. Die Niederlage bei Leipzig aus Bremer Sicht zwar verdient, trotzdem etwas unzufriedenstellend das Ganze, denn sie waren auch relativ chancenlos, dann so einen Elfmeter, den sie nicht ganz wahrhaben wollten, aber hier waren sie dann spielerisch tatsächlich von Beginn an unterlegen. Da machte nicht irgendwie eine Schiedsrichterentscheidung die Situation besser oder schlechter für den SVW. Sie hatten Glück, dass Pavlenka einen guten Tag hatte, denn ansonsten hätte es hier schon zur Pause 0-2, 0-3 stehen können. Im zweiten Durchgang dann ein ähnliches Bild. Der BVB machte es deutlich besser als die Weser-Elf. Etwas mehr als 5 Minuten gespielt. Bellingham diesmal in der vorbereitenden Rolle. Moray bekommt dazu viel Platz im 16er und macht in der 52. Minute dann auch schon das 0-2. Bellingham heute mit einem sehr guten Spiel. Und der SV Werder Bremen vielleicht mal mit Standardsituationen hier erfolgreich aus dem Spiel, ging wirklich so gut wie nichts. Romano Schmidt nach dem Eckball von Möwald, aber auch eher mit einem ungefährlichen Kopfball nach 64 Minuten. Der geht dann weit hinüber. Aber es ist auch klar, wenn man solche Möglichkeiten in der Zusammenfassung sieht, dann gab es nicht so viel zu holen für Werder Bremen. Nochmal eine Standardmöglichkeit. Möwald, kein so schlechter Freistoß in der 69. Spielminute. Aber auch nichts, was Roman Bürki da richtig erschüttern würde. Hätte die Ecke dann sonst auch gehabt. Es blieb bei diesem 0-2 ein souveräner, ein ungefährdeter Sieg und damit kann der BVB wieder ein bisschen breiter mit der Brust rausgehen. Nach dieser Klatsche gegen Stuttgart hat man sich hier in Bremen regenerieren können. Man muss sich mit Superlativen zurückhalten, aber was der VfB Stuttgart und Union Berlin in dieser Saison abliefern, das grenzt auf beiden Seiten nahezu an der Perfektion. Union hat es bewiesen beim 1-1 gegen die Bayern und Stuttgart das 5-1 beim BVB. Das war ja wirklich mal sensationell. Hier war es ein Abtasten, aber auf hohem Niveau. Beide wollten spielerisch die Lösungen suchen, aber der straffe Terminplan, er zeigte doch hier schon die ein oder andere Wirkung. Das ist Grischa Prömel in der 23. Minute mit dem ersten Torabschluss. Er hatte den Treffer, den frühen, gegen die Bayern erzielt. Hier verfehlt er das Gehäuse. Union im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, 40. Minute, dann aber eine Abseitsposition hier. Neben Kruse fällt jetzt auch Ingwarzen verletzt aus. Der musste ja in der ersten Halbzeit gegen die Bayern noch ausgewechselt werden. Dafür Cedric Teuchert heute in der Startaufstellung. Zweiter Durchgang, da haben wir Cedric Teuchert, lange im Ballbesitz. Griesbeck, super Pass zu Taiwo Awoniyi mit dem 1-0 in der 54. Minute. Markiert er hier den unter dem Strich verdienten Führungstreffer der VfB Stuttgart. Heute leicht unterlegen, aber sie hatten hier dann in der Schlussphase doch nochmal einiges vorzuweisen. Gonzales mit dem Freistoß aus dem Halbfeld zu Silas, der Kopfballaufsetzer, gar nicht so schlecht, aber eben nicht perfekt platziert. Dadurch dann wenig Probleme für Andreas Lute, den zu parieren, aber es sollte nochmal eine Möglichkeit zum Ausgleich geben für die Schwaben. 82. Minute, Freistoß Gonzales. Und er geht knapp am Kreuzeck vorbei. Die Schlussphase war nochmal stark beim VfB. Aber Union Berlin haute sich mit Mann und Maus rein und verteidigte das 1-0 bis zum Schluss. Ein Remis wäre wohl auch nicht unverdient gewesen, aber Union Berlin war die eine Situation wacher und gewinnt hier beim VfB Stuttgart mit 1-0. Jo, das soll es dann mit dieser Prognose gewesen sein. Der erste Teil war das. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt ansonsten gesund. Morgen kommt Teil 2. Haut rein.